Ja. Ist das nicht... Ist das Unlimited? Ja, jetzt... Mal guck zu... Da, genau das hier. Das ist Unlimited für mich. Das ist für mich nicht legit. Das ist nicht legit für mich. Das ist wirklich nicht für mich legit. So ein Hit. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Da müsste ja bei Quatrix, Poichi oder so, oder Minimi-Checker das machen. Weil so habe ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Da zieht der mir von legit bekommen will. Weil erst noch in der Luft sind es noch so erwischen, ist auch unlegit eigentlich für mich selber. Side of America, we are sensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin. Eine kleine Aufnahme und ihr seht hier, das ist der zweite Account, und zwar wenn wir Flash Stats machen, sehen wir, das ist der Account mit der 100er KD und das ist jetzt meine komplett erste Runde. Und ja, wir werden mal gucken, ob ich jetzt komplett in meiner ersten Runde die 100er KD so ein bisschen verkacke, denn es ist wie gesagt halt einfach meine erste Runde heute. Und dementsprechend bin ich einfach noch 0 eingespielt, aber den wir sollten wir direkt bekommen, so, damit haben wir jetzt auch die 104er KD. Und ich bin gerade echt ein bisschen angespannt, weil ich keinen Bock habe, jetzt nur weil ich uneingespielt bin, diese KD ein bisschen zu verkacken. Jetzt haben wir auch die 105er KD. Und hier haben wir auch sein Bett, und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon halten würdet, wenn ich das so aus so einem kleinen Format mache. Und zwar indem ich halt immer mit dem 100er KD-Account uneingespielt spiele und dann halt versuche die KD immer ein bisschen hoch zu machen. Und dann halt jeden Tag nur einmal damit spiele und mich damit quasi einspiele, dass halt immer die erste Runde ist mit dem 100er KD-Versuch. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und das haben wir jetzt aber gewonnen. So, das war die erste Runde, wo ich mega uneingespielt war. Trotzdem ist es einfach mega die Ansprung, weil ich habe einfach komplett uneingespielt und er schreibt tatsächlich Hexe mir. Danke an dich, Dude. Wir sehen jetzt hier, wenn wir Slash Dash machen, hat es noch nicht aktualisiert, aber wir sehen jetzt hier 3 Kills, 4 Betten. Das heißt, es ist aktuell jetzt nur 106er KD und halt 77 Betten. Ja, das war jetzt die erste Runde, die mega uneingespielte Runde. Wir machen das halt jetzt wirklich immer so, dass ich meine erste Runde nehme, wo ich dann halt mal komplett uneingespielt bin, weil die 100er KD habe ich halt eigentlich erreicht, indem ich mich halt vorher auf Timoya ETC noch eingeschwitzt habe und nicht einfach random drauf losgezockt hatte. Sondern für die 100er KD hatte ich mich vorher wirklich immer eingespielt. Und ja, das habe ich jetzt mal nicht gemacht, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Format finden würdet, wenn ich meine erste Runde am Tag, die ich dann halt immer Minecraft spiele oder so, wo ich noch komplett uneingespielt bin, einfach immer mit diesem Account in der 8x1 Runde spiele. Und dort halt so ein bisschen mehr Risiko, sage ich mal, ist, wenn ich die 100er KD habe, also die 103er KD, weil ich halt immer extrem komplett uneingespielt bin, wenn ich jetzt diesen 100er KD-Versuch mache, dass ich das halt mal immer so ab und zu bringe, vielleicht mal einmal in der Woche irgendwie so dieses Match, und dann diesen 100er KD-Versuch quasi bringen mit diesem Account hier. Also könnt ihr einfach mal reinschreiben, wie ihr die Idee finden würdet. Und wir bauen uns ein Bett ab, zack. Aber ja, wir gehen jetzt trotzdem einfach mit dem First Account in eine Runde und machen ein kleines Join-Me, weil es auch wieder eine perfekte Uhrzeit für eine Aufnahme ist, Kappa. So, wenn alle drin sind, kann ich nämlich noch schnell nicken und die Runde auch starten. Und ansonsten habe ich eigentlich kein Thema mehr. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es finden wird, wenn ich jetzt diese 100er KD halt immer so uneingespielt mache. Das heißt, ich bringe einmal in der Woche halt dieses Format, sage ich mal, wo ich halt einfach uneingespielt diese 100er KD halt versuche. Und das Format wird dann halt dementsprechend so lang gehen, solange ich auch die KD habe. Shit. Und ich fühle mich gerade irgendwie noch uneingespielter als eben in der ersten Runde, wo ich jetzt mit dem 100er KD-Account gemacht habe. Und okay, schnell ein Screen. Eigentlich will ich wirklich mal erst nach der Runde Screens machen. Aber ich hoffe, er hittet. Gut, ich mach doch nichts. Er macht einen Anti-Stomp. Also eigentlich will ich immer erst nach der Runde machen, weil in der Runde ist es halt einfach... Ich weiß nicht, hat er jetzt einen Screen gemacht? Weil in der Runde ist es halt einfach Teaming und es ist halt eigentlich theoretisch nicht erlaubt. Aber wenn es jetzt halt nur für den Screen ist, ich hoffe mal, dass hier nicht als Teaming gesehen wird. Ich gehe jetzt einmal kurz hier hin, also wieder zur Base, wo wir halt ungefähr Screen geschrieben haben. Und dann machen wir die Runde jetzt ganz normal weiter wieder. Und genau deswegen mache ich halt einfach mega ungern in irgendwelchen Runden Screens, weil es halt einfach das Spielgeschehen echt mega verändert. Und ich ihn dann halt nicht einfach hinterrücks töten will, aber... Genau deswegen mache ich halt einfach mega ungern Screens in Runden. Also ich mache das jetzt auch nicht mehr, das war jetzt kurz meine Ausnahme. Ich will einfach wirklich, wenn ich Screens habe, immer wieder gern, aber am besten halt wirklich nach der Runde, weil in der Runde mache ich jetzt wirklich nicht mehr. Sorry, Leute.
Ja, und außer das und den Sprung noch geschafft, habe ich auch kein besonderes Thema am Start. Wir versuchen jetzt einfach die Runde hier noch kurz zu reißen. Er sagt, oha, weil ich jetzt zu ihm gegangen bin oder wie, ich glaube, neben ihm war doch gar keiner hier. Und auf jeden Fall schöner Hit und mein Bett ist auch schon wieder direkt weg. Bin ich froh, dass diese Runden jetzt nicht beim 100er KD-Versuch-Account waren, sondern dass die Runde da relativ gechillt war und jetzt nicht diese Runde hier ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt doch irgendwie so ein bisschen am Account, weil bei diesem Account hier werde ich viel öfters getargetet, auch wenn ich genickt bin, und dass die Leute irgendwie mega auf den Nick herausfinden, weil ich werde viel öfters getargetet mit diesem Account hier, also mit meinem Main-Account halt. Und ich merke einfach, wie ich mit diesem Account hier meistens einfach nichts geschissen bekomme, also mit meinem Main-Account, weil ich da viel mehr getargetet werde. Und wenn ich so einen Random-Account wirklich habe, wie diesen mit der 100er-KD-Versuch, den halt, wo halt jemand den Namen oder so kennt, dann merke ich auch, wenn ich genickt bin oder so, werde ich wirklich mit meinem zweiten Account, also mit dem 100er-KD-Account, also ist kein zweiter Account, sondern halt einfach ein Random-Account, dort werde ich einfach viel seltener getargetet. Und damit ist er down, GG an dich. Er hat auch das Spiel verlassen, schöner Rage-Crit. Und jetzt noch schnell zum Gelben, und mein Aiming ist gerade echt zu scheiße. Also wirklich, wenn ich uneingespielt bin, dann bin ich einfach extrem schlecht. Also bei mir liegen echt zwischen uneingespielt und Welten, und guckt euch gerade das Aiming an. Ich habe gerade überhaupt kein Aiming und ich weiß nicht, woran das liegt. Also wenn ich irgendwie uneingespielt in einem Game bin, dann ist es halt wirklich komplett anfängerisch. Also keine Ahnung. Bei mir ist das wirklich extrem schlimm. Also ich muss wirklich immer so 20 Minuten reinkommen, weil sonst habe ich wirklich überhaupt kein Aiming, kein gar nichts. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber wir starten jetzt auch mal die Runde und versuchen jetzt direkt zum Grün rüber zu gehen. Ich habe mich diesmal erstmal genickt und Wanderstormy gemacht. Wir gehen jetzt hier direkt zum dem schwarzen Skin und er hockt da so ein bisschen im Villager drin. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Format finden würdet. Das wäre halt dann jetzt nicht so ein tägliches Format. Das würde ich dann vielleicht einmal in der Woche bringen. Und ihr seht auch, wenn ich wirklich nicht eingespielt bin, dann bin ich komplett nicht eingespielt. Also dann habe ich weder Aiming noch sonst was. Und bei mir ist wirklich so ein Unterschied von eingespielt bis nicht eingespielt. Da liegen echt Welten und ich muss mich wirklich eigentlich immer erst 20 Minuten warm spielen oder so. Weil sonst liegen da echt Welten, und sorry an dich, aber ich hatte das erste und ich wusste jetzt auch nicht, dass du Screen machen willst. Aber wie gesagt, Screen ist nach der Runde, weil in der Runde ist es einfach nur Teaming und es ist... Es verändert einfach extremst den Spielfluss. Lol, hat er gerade einen Stick geschlagen, weil da habe ich einfach überhaupt keinen Bock bekommen. Ja, das war's auch mit der Runde. Wir gehen einfach nochmal direkt in die nächste. Ich versuche mich einfach jetzt mal in der Runde einzuspielen, also in den ganzen Runden einzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich genickt bin, sonst mache ich einfach kurz so, dann könnt ihr noch einen Screen, wenn sie Bock haben. Und ja, wir gehen einfach nochmal in die nächste Runde. Ich habe euch auch, wie gesagt, wirklich kein besonderes Thema am Start, außer vielleicht noch so eine kleine Sache. Und zwar mit das YouTuber irgendwie hacken. Es wird ja jetzt den Badline Client V2 irgendwie, da ist ja gerade aktuell rausgekommen. Aber trotzdem kann man wirklich sich nie irgendwie 100%ig sicher sein. Ich bin schon wieder an den... Und wir boxen jetzt hier runter. Zehn gibt, also auch wenn es halt jetzt diesen Badline Client 2.0 gibt, kannst du leider trotzdem bei den YouTubern nicht 100%ig sicher sein, dass sie Legends sind. Außer halt, wenn sie selber auf Badline spielen und dieser Badline Client dann halt so angezeigt bekommt, dass sie mit dem Badline Client spielen. Weil man könnte theoretisch einfach, woran viele halt nicht gedacht haben, dass man zwar mit diesem Badline-Client dann nicht hacken kann, dass man den dann nicht irgendwie modifiziert. Aber es wird halt eh irgendwelche Coder geben, die halt einfach einen Hack-Client machen und den halt genauso wie diesen Badline-Client aussehen lassen. Und dann sieht es halt so aus, als wenn diese Leute mit dem Badline-Client spielen würden. Aber in echt spielen sie halt mit irgendeiner gecodeten Version vom Badline-Client. Und es sieht halt eigentlich nur so aus wie davon. Deswegen kann man leider nicht 100%ig sicher sein, immer, dass wirklich die Leute dann auch legit sind. Das ist schade, außer wenn die Leute halt mit dem Badline-Client... Außer wenn die Leute halt mit dem Badline-Client auf Badline spielen und da halt diese Nachricht kommt. Und ja, leider kann man immer noch nicht... Es gab ja sowas wie Cheatbreaker oder sowas, sollte ja rauskommen. Das ist dann halt sowas, dass man überhaupt nicht mehr hacken kann mit dieser Cheatbreaker-Version. Okay, Grüße gerne raus an dich. Aber leider ist Cheatbreaker auch nicht 100%ig sicher, weil es könnte halt immer noch bei Cheatbreaker solche Fakes geben, halt wie angesprochen, dass es dann einfach nur so aussehen würde, als wenn man mit Cheatbreaker spielen würde. Deswegen kann man sich eigentlich nie 100%ig sicher sein, dass seine YouTuber, die man halt guckt, legit sind. Aber Gom hat auch schon so ein bisschen was angekündigt oder angeteasert, also Klaus Thaler auf Twitter hat so ein bisschen was angeteasert, dass es halt demnächst keine Invis-Hacker mehr auf CWBW geben sollte. Und ich schätze mal, dass jetzt irgendein Client rauskommen wird, irgendein Client rauskommen wird, womit halt alle Leute spielen müssen, um halt in eine Runde CWBW zu joinen. Und Poldi, bitte nerv jetzt nicht. Och man, er nervt noch. Und der Typ läuft einfach an ihm vorbei, um mich zu fokussen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Grüße gehen raus an diese Teamer, Poldi, DZN und Mrs. Poldi. Leute, nennt euch doch nicht gleich, wenn ihr einfach teamt. Das ist doch... Oh Gott, Junge, weg mit dir, bitte. Und wie gesagt, es gibt halt immer noch die Möglichkeit, wenn man mit einem Badline-Client spielt, dass dieses ganze Inventar da irgendwie gefaked ist und es halt alles nur gleich aussieht. Deswegen kann man sich bei Leuten, auch wenn sie mit einem Badline-Client spielen, nicht 100%ig sicher sein, dass sie nicht hacken. Leider. Weil es kann halt einfach irgendeinen Coder geben, der dieses alles nachgepixelt hat und es einfach alles gleich aussieht. Aber es in Wahrheit gar nicht der Badline-Client ist, sondern halt irgendeine andere Version, die der Coder halt auch gleich aussehen lassen hat, wie dem Badline-Client. The fuck? Aber was ich jetzt auch nochmal ansprechen will, dass halt wie gesagt Klaus Thal auf Twitter geschrieben hat, dass es mit den Investor-Clients vielleicht bald vorbei ist, weil es für CWBW jetzt vielleicht bald einen Client rausgeben wird, also so würde ich das jetzt mal schätzen, wie er das meinte, wo halt alle Leute diesen Client benutzen müssen, wenn sie halt CWBW spielen. Aber das ist auch nur eine Vermutung, und zwar hat Klaus Thal nämlich auf Twitter das hier geschrieben. Und meine Vermutung wäre jetzt wirklich, dass irgend so ein Client rauskommen wird, womit halt alle Leute spielen müssen, wenn sie CWBW spielen. Also so eine Minecraft-Version wie halt den Badline-Client. Und ach, schade, da hätte ich gerne noch ein Drittnet irgendwie bekommen. Und fände ich wirklich eine gute Sache, weil ich spiele eigentlich kaum noch CWBW oder aktuell wieder überhaupt gar nicht, weil es bockt wirklich nicht CWBW. Es sind so viele Hacker unterwegs und wirklich jeden CW, den du spielst, ist irgendein Hacker. Oder manchmal auch zwei in irgendeinem Clan, und es bockt wirklich überhaupt gar nicht mehr. Deswegen wird es auf jeden Fall nice sein, wenn man wieder so ein bisschen CWBW spielen könnte, halt ohne diese ganzen Hacker, weil man es halt aktuell, wie gesagt, einfach überhaupt nicht kann. Warte, wir schreiben jetzt noch einmal was uneingespielt, okay? Komplett uneingespielt schreiben wir jetzt einmal noch einmal was. Scheiße. Lasst eine Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Falls euch das Video nicht gefallen hat, habt noch einen schönen Tag, und ja, wie gesagt, das Format wird jetzt vielleicht einmal in der Woche kommen ungefähr, wo ich halt einfach komplett uneingespielt versuche, diese Karte trotzdem noch ein bisschen hoch zu pushen und halt immer nur eine Runde damit spiele. Das war's mit dem Video, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao!